Grüß dich, magst du einmal die Luft aufpumpen, bitte? Kannst du mir mal die Luft aufpumpen, bitte? Oh, die ganze Luft ist wieder draußen, ne? Nein! Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Fitbikes. Mein Name ist Markus und in diesem Video wollen wir 5 Dinge zum Thema Luftdruck behandeln. Und ja, was ist denn überhaupt der Luftdruck in einem Fahrradreifen? Ja? Der eine oder andere, der ein Fahrrad hat, wird wissen, da ist irgendwas, mit dem man das Rad aufpumpen kann. Ja, hier ist ein Ventil am Fahrrad, meistens ein dünnes mittlerweile, ich glaube, ein Rohrventil, ein Blitzventil und ein Autoventil, aber meistens eben hier das neue französische Rennventil oder Rohrventil. Wer sagt, ja, dieses blöde Ventil, das kann ich auch nie aufpumpen, ja, gibt ein Video dazu mit einem reißerischen Titel. In der Videobeschreibung gerne der Link dazu. Da könnt ihr mal sehen, wie man dieses Ventil aufpumpt. Aber darum soll es erstmal nicht gehen. Es geht darum, welchen Luftdruck wir im Rad drinnen haben, um ordnungsgemäß und richtig fahren zu können. Tipp Nummer 1. Wir sollten diesen Luftdruck regelmäßig überprüfen. Denn es ist wie ein Luftballon. Er verliert einfach pro Monat 1 Bar Luftdruck. Umso mehr Druck wir auf dem Reifen drauf haben, umso schneller geht die Luft auch wieder raus. Ja? Das ist ein bisschen eine Überraschung, weil der ein oder andere wird beim Autoreifen nur 2-mal im Jahr, nämlich zum Reifenwechsel, den Luftdruck überprüfen. Das ist auch richtig. Denn ein Autoreifen ist auf Volumen ausgelegt. Ne? Der ist ja hier 10-mal so breit und 10-mal so hoch. Nicht ganz, aber fast, je nach Reifen. Und der Fahrradreifen ist viel, viel schmäler, viel, viel kleiner und es ist mehr Druck drauf. Und im Autoreifen haben wir 2 bis 3 Bar Luftdruck und im Fahrradreifen haben wir mindestens 2 Bar, wenn nicht sogar teilweise 6, 7, 8 Bar. Das heißt, wir haben viel, viel mehr Druck auf dem Reifen und wir sollten diesen auf jeden Fall mindestens 1-mal im Monat prüfen. So, 2. Fakt ist denn, was passiert denn, wenn wir mit zu wenig Reifendruck fahren? Oder was passiert allgemein, wenn wir mit dem falschen Reifendruck fahren? Also erstmal, es gibt zu wenig und zu viel Reifendruck, logisch, oder? Zu wenig Reifendruck bedeutet, dass wir hier Kraft drauf haben, ja, und die Seitenflanke, die Reifenflanke wird gebalgt oder wird gepresst und dann kann es sein, dass hier Risse entstehen. Ja, also der Verschleiß eures Reifens ist deutlich höher, wenn ihr mit zu wenig Reifendruck unterwegs seid. Viel schlimmer ist aber, dass ihr auch viel, viel mehr Kraft braucht. Also egal, ob ihr ein E-Bike habt oder ein normales Fahrrad habt, wenn ihr mit zu wenig Reifendruck unterwegs seid, dann braucht ihr mehr Kraft. Beim E-Bike mehr Akkukapazität. Ja? Zu hoher Luftdruck kann bedeuten, dass der Schlauch platzt, wenn ihr irgendwo dagegen fahrt, zum Beispiel auf dem Randstein und ihr habt einen extrem hohen Luftdruck im Schlauch, im Reifen, dann fahrt ihr da irgendwo dagegen und das Ding haut euch in die Ohren. Oder ihr habt weniger Grip, ja, und haut euch leichter aus der Kurve raus. Also egal um was es geht, zu wenig und zu hoher Luftdruck ist einfach nicht gut. Deswegen sollten wir auf diesen Luftdruck regelmäßig achten. So, 3. Fakt. Wie finden wir jetzt den passenden Luftdruck für dein Fahrrad? Wir müssen ein bisschen achten darauf, was ist es für ein Fahrrad, was ist es für ein Reifen. Ne? Das heißt, ein Mountainbike hat einen anderen Luftdruck als ein Rennrad zum Beispiel. Warum? Ein Mountainbike fahren wir normalerweise in den Mountains, in Trails, wo mit viel Schotter, also unebener Grund, ja, und wir brauchen da vor allem Grip. Und deswegen fahren wir beim Mountainbike zum Beispiel mit deutlich weniger Luftdruck, teilweise unter 2 Bar. Beim Rennrad zum Beispiel haben wir einen völlig anderen Anspruch. Da wollen wir Geschwindigkeit aufbauen, wir wollen schnell fahren. Wir haben normalerweise Straße als Untergrund. Das heißt, wir können hohen Luftdruck machen und da haben wir nochmal 7, 8 Bar drauf. Auch unterscheidet sich nochmal nicht nur vom Radtyp, sondern auch von dem Reifen, der verbaut ist. Ja? Und erstmal haben wir da für euch eine Tabelle. Da könnt ihr mal ein paar Werte sehen, könnt ihr kurz auf Power drücken. Aber viel einfacher ist eigentlich, wenn ihr an den Reifen schaut. Und zwar habt ihr überall oder bei jedem Reifen normalerweise Minimal- und Maximalangaben. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier gucken, schauen, ob wir das sehen, haben wir 2,8 bis 4,8 Bar. Das heißt, dieser Reifen sollte mindestens mit 2,8 Bar gefahren werden und maximal mit 4,8 Bar. Wenn ihr irgendwo in der Mitte liegt, sagen wir mal so bei 4 Bar, dann macht ihr nichts falsch, weil wenn ihr dann pro Monat 1 Bar Luftdruck verliert, also gehen wir mal von der Theorie aus, 4,8 Bar, ihr pumpt mit 4 auf, dann verliert ihr 1 Monat Luftdruck, ihr kontrolliert punktgenau 1 Monat später, dann seid ihr in der Theorie bei 3,8 Bar, also noch weit, nee, halt, Moment, von 4 auf 3 Bar, seid ihr bei 3 Bar, also noch über dem Minimalbereich
und alles ist gut. Fahrt jetzt mehr Straße, dann lieber ein bisschen höheren Luftdruck. Jetzt hat hier bei dem Crossradreifen, Cyclecross-Reifen, können wir auch auf 4,8 bar hochpumpen. Fahren wir ein bisschen mehr Gelände, dann eher ein bisschen weniger Luftdruck. So, Fakt Nummer 4, es gibt nicht den Luftdruck. Ja, also wir haben mal ein bisschen in die Foren reingeschaut, da gibt es ja teilweise Kriege über den richtigen Luftdruck. Fakt ist auch, mal, du hast eh den richtigen Luftdruck drin. Und wenn du am Anfang des Monats aufpumpst, dann hast du einfach ein paar Tage später schon wieder ein bisschen mehr Luftdruck drin. Ja, das heißt, wenn du richtig perfekt den richtigen Luftdruck haben möchtest, müsstest du wahrscheinlich im 2-Tages- oder 3-Tages-Rhythmus aufpumpen. Aber dann hast du auch noch durch Wärmeveränderungen. Ja, stell dir mal vor, du pumpst jetzt zu Hause im Keller auf bei 20 Grad Zimmertemperatur und gehst dann raus mit deinem Rad, da hat es aber minus 10 Grad, weil jetzt gerade Winter, dann ändert sich das ja auch wieder. Ja? Von daher wirst du nie 100% den perfekten Luftdruck haben. Entscheidend ist aber, dass wir darauf achten, auf den Luftdruck, und dass du für dich deinen Wohlfühl-Luftdruck sozusagen findest. Ja? Im Normalfall könnte man, wie vorhin gesagt, sagen, Straße ein bisschen höher der Luftdruck, im Gelände ein bisschen niedriger Luftdruck und alles ist besser als zu wenig Luftdruck. So, fünfter Fakt, dieser Daumentest, der Daumendrucktest funktioniert nur bedingt. Ja? Also normalerweise gibt es ganz, ganz viele, die jetzt den Reifen aufpumpen und dann drücken sie hier drauf und sagen, passt schon. Ja, in dem Fall ist keine Luft drin, deswegen sieht man das hier sehr gut. Wenn wir den Reifen jetzt auf so 2 bar aufpumpen, dann bewegt es ja nicht mehr so wahnsinnig viel und dann könnte man meinen, das passt jetzt schon. Aber wenn wir jetzt damit fahren, dann ist auf einmal wieder der Reifen so gebalgt, weil einfach noch zu viel Luftdruck fehlt. Unsere Empfehlung ist immer, das Ganze mit einer Pumpe zu kontrollieren, mit so einem Manometer. Ja, also hier zum Beispiel, diese Pumpe hat hier eine Manometeranzeige, gibt es aber auch einzeln, es gibt so Luftdrucktester, die man kaufen kann. Und dann könnt ihr feststellen, ob wirklich der Luftdruck drin ist, der auch vorgesehen ist. Das hier funktioniert nur bis 2 bar oder so und dann ist ein Reifen, der fühlt sich dann hart an, aber es fehlen vielleicht noch 2-3 bar, um das Ding wirklich voll zu machen, weil wir kriegen niemals so viel Kraft drauf auf den Daumen, wie wenn wir jetzt damit 80, 90 Kilo Fahrrad fahren. Genau, das waren so 5 Fakten zum Thema Reifendruck und jetzt kommt am Ende noch so ein kleiner Tipp für all diejenigen, die jetzt im Winter fahren. Da sollte man auch lieber mit ein bisschen zu wenig oder ein bisschen weniger Reifendruck fahren, aber immer über eine Minimalangabe, um mehr Grip zu haben. Ja, also von daher wäre schon super wichtig, da sehr regelmäßig drauf zu achten und das Ganze mit am besten mit einer Pumpe, wo man es eben sehen kann. Das Thema Luftdruck ist total banal. Ja, wir erklären es bei jeder Fahrradübergabe. Eindringlichst auf den Luftdruck zu achten. Und wenn das Fahrrad dann zur ersten Inspektion kommt, die so nach 2-3 Monaten nochmal stattfindet, dann haben die wenigsten ihren Reifendruck kontrolliert bzw. aufgepumpt. Und es ist eigentlich schade, weil ihr braucht mehr Kraft, der macht den Reifen schneller kaputt, wenn ihr mit zu wenig Reifendruck fahrt. Und ihr seid vielleicht sogar ein bisschen unsicher unterwegs. Von daher, bitte, bitte, nochmal ganz dringliche Bitte am Ende des Videos, regelmäßig auf den Reifendruck zu achten. Das ist die wichtigste Pflege am Fahrrad und ihr tut euch damit selber nur Gutes. Ja. Ihr werdet bestimmt die eine oder andere Erfahrung haben. Schreibt eure Erfahrung, euer Feedback zum Thema Reifendruck gerne unten in die Kommentare rein. Und ihr könnt auch gerne noch weitere Vorschläge machen zu Videos zu diesem Thema. Ja, bin gespannt darauf. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.